Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Stronghold. Zur Karte Tintagel in der Verteidigung. Erst natürlich das Tempo runterdrehen und nochmal neu starten, weil hier unten Truppen stehen, die keiner versteht, aber die stehen da. Bin zur Stelle. Deswegen safen wir die direkt. Ein weiter Weg. Weg damit. Ja, cool. Okay, ansonsten, ja. Die können wir eh nicht da rausholen. Die sind da ein bisschen eingequetscht und so. Aber wir können unsere ganzen Pechgießer gleich nutzen. Und eigentlich können wir alles hier noch so stehen lassen, außer mein die Bogenschützen Bogen hinten, die holen wir nach vorne. Mein Herr, in Bewegung. Das war's prinzipiell eure eigentlich Befehle? Auch schon. Bin zur Stelle. Ja. Rücken ist auf. Eine sehr simple Karte bereit. Eigentlich. Mein Bogen ist viel teuer. Machen muss man da nicht. Was wünscht ihr? Ich habe mich verbrannt. Mein Herr? Wie man offensichtlich sehen kann. Sind auf dem Weg. Ja, Herr. Was seid wünscht gegrüßt. Schulter die Waffen. So, alle Mann rein. Alle Mann rein. Eure Befehle? Zack, das haben wir. Bin zur du Stelle. Du kannst auch nach vorne kommen. Und dann ist der ganze Aufbau auch schon fertig prinzipiell. Belagerung perfekt auf 1. Und Speicher. Ah, die hängen da fest. Ich hab's vergessen. Ja, ja. Ja, wir hätten die zwar auch rausholen können, aber dann sollen sie halt sterben. Das ist mir egal. So, müssen wir ganz kurz aufpassen. Die dürfen auf Stellung halten bleiben, nur. Wenn die nämlich auf aggressiv sind, würden die sonst jetzt hier alles anzünden, was das Zeug hält. Das sollen die natürlich nicht. Die müssen bestenfalls schön für den Bogenschützen vernichtet werden. Bevor die gleich die ganzen Leute von hinten abschießen. Abschlachten. Wäre mich sehr ungünstig für mich. Leute. Danke. Okay, Schritt 1 hat funktioniert. Wir speichern. Und speichern. Gebt uns eine Wie können auf, wir ja genau. Was soll konstruiert? Bogenschützen bereit. So, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Denn der kommt mit sehr vielen Wellen von sehr starken Gegnern. Die müssen wir natürlich alle nach und nach anzünden, ist klar. Mein Pikinier ist gestorben. Ja, wie ärgerlich für ihn. Wirklich belastend, aber was willst du machen? Wenn der hier steht, greifen wir das Ding an. Feuer gefällig. So, da fackeln sie. Geil, nichts kommt da durch. Mein Herr, Visiere an, Feuer gefällig. Geht das? Ja, das geht. Feuer gefällig. So, damit sind die ganzen Nahkämpfer da RIP. Ja, zwei kleine Reste sind übrig geblieben, das passt aber schon. Was wird dieser Gestank? Geil. Yo, mehr Fernkämpfer bitte. Unser Werkzeug ist uns eine Aufgabe. Können wir helfen? Euer ja, okay, da kann ich nichts gegen tun, ehrlich gesagt. Was soll konzentriert? Ich habe mich verbrannt. Er hat es auf einen gekippt. Echt jetzt? Wirklich, Leute. Dann Eure ist es halt so. Feuer gefällig? Ärgerlich, aber ist nicht so schlimm. So viel Truppen hat er nicht mehr. Auf die Pechgießer waren wir eh nicht angewiesen. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Und Feuer Schuss. Gefällig? Nee, er geht außen rum. Wo geht er denn hin? Hä? Was ist denn das jetzt? Ach, keine Ahnung. Was wünscht ihr? Erst sie schnurren. So, mal kurz ein bisschen brennen lassen hier. Unser Werkzeug ist bereit. Die machen wir schon mal auf aggressiv. Wobei, du kannst eigentlich nach vorne kommen, in die Ecke kippen. Da stehen gerade so viele Pikiniere drin, das lohnt sich richtig. Ja, zwei Querkämpfer sind noch übrig. Ein paar Armorschützen kommen zwar noch, aber ist egal. Ansonsten, die Schwertkämpfer haben auch mal Schaden genommen. Haben wir eigentlich schon gewonnen. Das war's schon. Ist eine relativ simple Karte in der Verteidigung. Der Feind hat die Mauern eingerannt. Ja, die werden auf aggressiv. Sehr schmort auf jeden Fall. Bin Danke zur dafür. Stelle. Feuer gefällig. Ja, dann verbrennt halt. Das ist echt dumm.
So, das war's. Ach, da kommen noch mehr Fernkämpfer. Wo kommen die denn jetzt her? Okay. Ja, keine Ahnung. Egal, reicht ja. Der Feind ist bezwungen. Ja, in der Verteidigung ist die Burg, wie gesagt, sehr einfach. Da finde ich sie auch okay. Ist zwar irgendwie ein bisschen weird gebaut, aber die ist okay. Die ist okay, ja? Im Angriff allerdings, glaube ich, werde ich es nicht schaffen. Weil ich nicht wüsste, wie wir da hochkommen sollen. Also mir fällt kein realistischer Weg ein. Weil egal wo, der wird mich da wegsnipen. Aber egal, mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.